Da ist es! Da läuft's! Ein Alpaka! Es hat Wolle! No, 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 no! Komm heim! Komm heim! Wo ist hin? Da hinten ist es! Da läuft's rum! Oh, das kleine Alpaka! Warte, 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 warte! Da ist es! Schau! Oh, das Alpaka! Wie schaut's bei dir aus? Beobachtete den Versuch von Pfanne, mich zu zähmen. Alpaka hat zugestimmt und tritt der Gemeinschaft von Pfanne bei. Das ist ja geil. Das ist ja so geil. Alpakas. Ein mittelgroßes Huftier und ein naher Verwandter des Lamas. Wird das Alpaka oft wegen seiner unglaublich weichen Wolle gezüchtet. Ich kann das bestätigen. Ich habe Alpaka-Socken. Die sind mega. 400 ist ein Alpaka wert. Das ist schon auch crazy, oder? Weiß eine Zone für alle Tiere aus. Denk an das Gesundheitsamt. Was? Das sind bestimmt die Raider, die immer versuchen anzugreifen. Die versuchen in Wirklichkeit die Tiere zu befreien. Weil die nicht artgerecht gehalten werden. Ich habe übelste Befürchtungen. So, es wird auf jeden Fall ein bisschen gebaut. Ja, hier schlafen sie alle. Da, guck, da kommen sie alle rein. Wir haben hier sogar Überlebensgewehr noch. Wer hat denn jetzt von unseren Jungs... Wer ist denn jetzt Jäger hier und hat noch eine schlechte Waffe? Der Botenwolf hat eine Pistole. Der kann eigentlich auch mal dann das Überlebensgewehr sich krallen. Glaube ich. Die Alpaka-Mütze, nee, tatsächlich... meine bisherige Mütze war gar keine Alpaka-Mütze. Das ist eine ganz normale Stoffmütze. Aber auch für den Winter sehr gut geeignet. Ja? Super, super Sache. Bloß im Sommer eher ungeeignet, weil warm. Und das mag ich nicht. So, wir bauen immer noch ganz schön viel Heu an. Und jetzt gibt es endlich mal Frühstück hier. Schön. Der Botenwolf macht die Sache klar. Was ist denn eigentlich mit Keksfan mittlerweile? Oh, Gott sei Dank, er wurde immun. Ah, die Pest immunisiert. Der verrückte, der Teufelskerl. Eine Tiermast. Das hatten wir eigentlich hier vor. Und jetzt haben diese Tiere hier drin aber mördermäßig Hunger. Wir müssen mal gucken, dass wir unsere Träger vielleicht mal ein bisschen mobilisieren. Wir lassen mal ein bisschen die Leute tragen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache jetzt auch. Weil... Oder haben wir überhaupt Heugras? Nee, wir haben gar kein Heugras mehr. Ja gut, dann brauchen wir das jetzt auch nicht mehr machen. Dann brauchen wir das jetzt auch nicht mehr machen, wenn die Tiere gar kein Heugras haben. Dann pass auf, dann machen wir jetzt mal die Truthähne. Weisen wir genauso wie alle anderen dem Tiergebiet zu. Dann können die nämlich draußen schnabulieren gehen. Weißt du, dann futtern die hier nämlich das Gras weg. Und dann können die sich selbst versorgen. Dann lassen wir die Tiere halt einfach da draußen jetzt. So, im Brutschrank ist es ordentlich warm. Ist die optimale Temperatur, steht es da? Nee, okay. Aber ist fast fertig. Schlüpfen bald. Die schlüpfen bald. Die Mama ist auch da. Guten Abend. So. Jetzt wird hier gleich direkt am Heugras schnabuliert. Okay. Jetzt schauen wir mal gerade, hier wird wild rein und raus gegangen. Das ist auch in Ordnung. Was ist... Hochzeitszeremonie. Botenwolf und das Hugo-Tier fängt an. Oh, wie cool. Warte mal, das muss man langsam machen. Das muss man langsam machen. Hier findet gerade eine Hochzeit statt, Freunde. Ich finde das wichtig. Botenwolf und das Hugo-Tier sind verheiratet. Die Kolonisten feiern diesen Anlass. Yes, baby! Hohohohoho!
Emu-Party. Weiblich. 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 Haben wir da noch männliches? Da. So, das ist der Plan jetzt erstmal. 13 kleine Emuleins. Ja, aber die gehören alle leider nicht uns, weil die nicht in unserer Zähmung quasi aufgewachsen sind. Emu-Bombe. Schon wieder Bombe gesagt. Oh nein. So, hier ist mittlerweile auch die Skulptur gebaut worden. Die möchte ich mir mal kurz anschauen, wie schön dieser Raum ist. Gar nicht so schön, weil dreckig. So, jetzt muss ich mal ganz kurz einen Bodenwolf ins... warte mal. Benötigt Holz. Ja, das ist ein Problem jetzt gerade. Muss man ganz kurz gucken. Wer ist denn Forstwirt? Bodenwolf tatsächlich. Dann auf geht's, Bodenwolf. Füll den Herd auf. Wir brauchen dringend den. Wir brauchen da wirklich, wirklich dringend ein bisschen Energie. Uiuiui. Okay, meine Lieben. Geschenk von 13 Emus. Ja, das ist tatsächlich ein Hochzeitsgeschenk, das man sich mal so gönnen kann. Bloß die Emus müssen wir natürlich freilassen, weil das hat keinen Wert. Wenn die hier drin sind, dann sterben die uns irgendwie weg. Wir sind ja noch klein. Wir drehen da gleich komplett durch. Ein Hase ist schwanger. Okay. Kriegen wir noch kleine Häschens. Oder warte mal. Wir machen das folgendermaßen. Wir machen da drinnen, nach drinnen auf. Dann können die da rein und dann können die auch futtern. Können wir die nacheinander weggrabben. Wenn die sterben, haben wir Fleisch. Nein. So geht's ja nicht. Pfanne füttert hier gerade. Bloß wenn die eskalieren, dann hast du ein Riesenproblem. Das kannst du ja nicht mehr... So. Jetzt können die nämlich da futtern erstmal. Dann geht es denen nämlich auch insgesamt ein bisschen besser. Pfanne versucht es aber wirklich eiskalt, ne? Aber jetzt futtern die wenigstens da mal ein bisschen Trockenfutter weg. Wie schaut eigentlich die Forschung aus? Wir versuchen gerade Grundlagen der Mikroelektronik zu lernen. Und sollten da Pfanne mal ein bisschen an den Start bringen. Der kocht zwar gerade so schön, aber der muss jetzt mal kurz einen Forscher geben. Das sieht aus, ja, aber hallo. Emo-Party! So, hier wird... Oh, hier wird wieder ein bisschen gebaut. Neue Skulptur wird angebaut. Steinmetztisch. Und hier ist der Bildhauertisch. Marmorskulptur. Unfertig klein. Oh, das ist cool. Warte mal. Da fällt mir gerade was ein. Wir haben hier gar keine Kühlung drin. Wichtig. Und was wird hier gelagert? Vegetarisch. Heu. Ach, das ist unser Heulager hier oben. Ah, okay, verstehe. Das verstehe ich. Das ist okay. Wir könnten ja auch Hopfen noch zusätzlich mit einlagern. Fällt mir gerade so auf. Warte mal kurz. Das ist, nee, das gehört zur Brauerei, oder? Dazu? Ne, müsste doch auch. Warte mal, Hopfen. Oder würde... Ach, warte mal, das gehört da gar nicht, glaube ich, dazu, ne? Hopfen, Hopfen, Hopfen. Da ist nur Bier, Rohstoffe. Hopfen. So. Können die das nämlich zur Not mal aus dem Kühllager hier umräumen? Mit ganz viel Glück. Was? Hopfen ist ein Rohstoff. Oh nein, Feuerteufel. Der zündelt! Der zündelt! Keks ist schon am Start. Der bringt sich doch um! Der bringt sich um!
Warte mal. Keks. Go, go. Wir kriegen die Temperatur hier irgendwann wieder runter. Okay. Pimpulsiefel alles niederbrennen. Na komm jetzt! Lass diesem Ganzen ein Ende sein! Noch mehr Zwerg, liebe Keks-Fan! Du schon wieder! Keks, wenn du gibst hier gerade echt alles. Zwergenliebe. Sorry, as YouTube! Und natürlich dem Keks-Fan. Dankeschön für eure Follows. Sehr, sehr nice. Pimpulsiv hat sich wieder beruhigt. Hui. Epic! Auch dir! Vielen Dank! Der fackelt dich ab! Nein, ich hoffe nicht. So, machen wir wieder die Bude zu. Jetzt pass auf, jetzt machen wir folgendes. Wir schalten jetzt im ganzen Betriebsbereich hier, schalten wir mal den Strom ab. Dann können wir den nämlich weg, können wir uns den sparen. Weil der muss nicht laufen und es ist warm genug hier. Wir brüten ja sowieso nicht, außerdem haben die alles voll gekackt. Marco, Marco! Kein Problem. Spät kommen. Es kommt denn niemand zu spät. Vielleicht war ich nur zu früh. Man weiß es nicht. So, pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Und zwar hier unten bauen wir jetzt Schlafplätze rein. Für Tiere. Weil dann kriegen wir die nämlich mal aus der Bude raus. Das ist unser Mega-Schlafbereich. Eigentlich die Muffalo Ranch. Wird es auch später. Aber jetzt wird halt da momentan ein Tierparadies entstehen. Und da kommt jetzt eine Fackel mittig rein, damit das Ding A geheizt wird und B, damit ein bisschen Licht drin ist. Zwergenliebe. Another Echo. Kein Problem. Wenn du Ausrufezeichen Kolo in den Chat eingibst, hast du die Möglichkeit, mitgelost zu werden. Ja. Ich bin nie zu früh. Ah, ich weiß nicht. Manchmal vielleicht. Manchmal vielleicht. Wir sind schon wieder ganz schön viele heute Abend geworden, Mensch. Schau mal an, 77 Leute haben sich hier eingefunden. Ist doch schön. Zwergliebe, yay! Finde ich super. So, jetzt gucken wir mal. Hier wird auch gerade fleißig noch geerntet. Da könnten wir jetzt das eigentlich auch mal abschalten, weil hier braucht gerade nichts wachsen. Weil hier draußen ja das Megafeld am Laufen ist. Und da futtern hier auch gerade schon wieder alle möglichen Tierchens dran rum. Wir könnten ja mal die Felder ausklammern von dem Ganzen, aber das ist natürlich jetzt blöd, wenn wir das Tierfeld aus... Wobei, das könnte man eigentlich echt machen, weil die müssen da jetzt nicht drauf rumlaufen. Können wir da mal die ganzen Felder ausklammern, dann futtern die uns nämlich nicht die Haare vom Kopf. Und können sich aber trotzdem irgendwie hier durchbewegen. Weil das Heu ist eigentlich für den Winter hauptsächlich gedacht gewesen. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass sie uns das alles wegfuttern und dann bleibt da nichts mehr übrig. So, machen wir das mal so. So, ein bisschen grob hier oben. So, dann müssen die nämlich jetzt auch das normale Heu fressen, was hier draußen wächst. Und das ist ja auch in Ordnung so. Generell den Eröffnungsmarsch. Den holen wir nach.
Ich bin mir sicher. Oh, wir haben schon Sommer und nichts zu beißen. Zumindest nicht ganz. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen jetzt mal ein kleines Reinigungskonzept. Buden reinigen, tragen, so wirklich mal ein bisschen organisatorischen Kram machen. Das ist nämlich auch verdammt wichtig und ich glaube, das sollten wir auch wirklich mal heute ein bisschen forcieren. Das sollte mal funktionieren auch. Dass hier mal das Zeug auch wirklich reinkommt, dass mal durchgekehrt wird, das ist alles wichtig. Hier der Keks zum Beispiel, der arbeitet schon, hier wird zusammengesammelt, jetzt geht da mal richtig was voran, ja. Es wird auch umgelagert, hier, ihr seht das gerade, der ganze Hopfen wird gerade woanders hingebracht.